Ein Blick ins erneuerte Gera Stadtzentrum, das in den 80er Jahren wohnlich und attraktiv geworden ist. Pläne und Projekte für die Sanierung weiterer innerstädtischer Gebiete sind gereift, Fundamente gelegt. Weil die thüringischen Wohnungsbauer, wie alle im Lande, mit der Jahreszahl 90 in die Pflicht genommen sind, schnell, gut und viel zu bauen, wächst zugleich am Stadtrand ein weiteres Wohngebiet heran. 10.000 Bürger sind bereits eingezogen in Biblach-Ost, mehr als doppelt so viele sollen es werden. Tempomacher unter den Taktstraßen des Wohnungsbaukombinats sind vor allem die Kollegen der P3, denen dieses Attest des Plattenwerks und der stets kritisch prüfende Blick ihres Brigadiers aber genauso wichtig sind. Taktstraßenleiter Dieter Schirrmeister und Ausbauleiter Malo Färber begutachten dann noch einmal dieses fertiggestellte Haus für 60 Familien, das termingerecht zum Monatsende August übergeben wird. Auch wenn wir wissen, dass zwei Drittel unserer Bürger der Stadt über eine rekonstruierte bzw. Neubauwohnung verfügen, gibt es für uns kein Ausruhen. Wir wissen, dass viele Familien auf eine Wohnung noch warten. Und unsere Aufgabe muss es sein, sie termingerecht und in guter Qualität zur Verfügung zu stellen. Unsere Arbeit und unser Ziel ist es, die Qualität unserer Arbeit ständig weiter zu erhöhen, weil wir der Meinung sind, je wohler sich der Bürger von Anbeginn in seinem Wohngebiet fühlt, umso erfolgreicher haben wir unsere Arbeit verwirklicht.